An diesem Mittwochmorgen hört ihr das Frühstücksradio. Ahoi! Ja, so oder so ähnlich würde es sich anhören, wenn unser Frühstücksradio einen eigenen Schlachtruf hätte. Heute, am 11.11. um 11.11 Uhr geht es wieder los. Die fünfte Jahreszeit beginnt. Eigentlich, nur haben wir jetzt Corona und große Feiern. Überhaupt Veranstaltungen sind aktuell nicht möglich. Viele Faschingsvereine in der gesamten Region haben den Fasching für diese Saison auch schon abgesagt. Anders bei der Holaria, der Faschingsgesellschaft in Augsburg. Am Radio Schwabentelefon haben wir jetzt Michael Wagner. Schönen guten Morgen, Michi. Einen schönen guten Morgen, ihr zwei. Grüß dich, guten Morgen, Michi. Ja, heute beginnt der Fasching auf Neues. Wie steht's denn gerade um die fünfte Jahreszeit? Große Feiern sind ja aktuell nicht möglich. Also definitiv startet heute am 11.11. um 11.11 Uhr startet definitiv der Fasching. Er wird ein bisschen anders starten, da gebe ich dir recht, ist natürlich jetzt gerade ein bisschen eine schwierige Zeit für uns alle. Er wird starten, wir als Holaria machen das Ganze online bzw. in unserem Livestream auf unserer Holaria Facebook-Seite. Wir werden da quasi live gehen, pünktlich um 11.11 Uhr, werden da die ersten Infos zu unserem Holaria-Motto verkünden. Wir sind im Gespräch mit unserer Präsidentin Anja Müller, mit unserem Prinzenpaar und extra Zeit genommen hat sich auch unsere Oberbürgermeisterin Eva Weber. Und wie plant ihr für das kommende Frühjahr? Da würden ja im Normalfall die großen Faschingsumzüge stattfinden. Es wird nicht der Fasching sein, den wir kennen. Es wird nicht der Fasching sein, so wie wir den bisher gemacht haben. Das ist uns, glaube ich, auch alle bewusst. Aber wir sind da eigentlich positiv gestimmt und guten Mutes, dass es einen Fasching geben wird. Wie der ausschaut, ja, müssen wir mal gucken, ob das mit Live-Veranstaltungen sein wird, ob da auch viel vielleicht digital sein wird, ob man quasi auch ein Faschingsball live streamt irgendwo hin oder eine Prunksitzung macht oder so. Sag mal so, da sind der Kreativität, glaube ich, keine Grenzen gesetzt gerade, was das Digitale angeht. Persönlich, Faschingsumzug, Faschingsball, müssen wir mal gucken. Wir als Holaria planen, wie als könnten wir. Also wir würden in den Startlöchern stehen, falls die Beschränkungen es zulassen, dass wir dürften. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass ihr euch darauf vorbereitet habt. Was genau uns erwartet, wenn wir mit euch feiern dürfen, darüber sprechen wir gleich. Michael Wagner von der Holaria verrät uns heute alles über die fünfte Jahreszeit zu Zeiten von Corona. Bad. 80er, 90er, 2000er und aktuelle Hits. Das ist die beste Musikmischung aller Zeiten auf Radio Schwaben. Und heute ist ganz sicher kein gewöhnlicher Mittwoch. Nein, heute am 11.11. um 11.11 Uhr ist es soweit. Dann wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Am Telefon haben wir immer noch Michael Wagner von der Augsburger Faschingsgesellschaft Holaria. Michi, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass gefeiert werden kann, wie gut seid ihr denn darauf vorbereitet? Viele Möglichkeiten zu proben gab es ja vorher nicht. Also wir haben uns im Frühjahr 2020 auch wirklich die Frage als Holaria gestellt in der Vorstandschaft, was machen wir tatsächlich, wie soll es weitergehen? Es gab viele Vereine, die frühzeitig schon den Fasching abgesagt haben und das wollten wir ganz bewusst nicht machen, weil wir sagen, okay, gerade in der jetzigen Zeit brauchen Leute Kultur und Unterhaltung und wir werden in dieser Saison mit Meereslänge 2.0 an den Start gehen. Jawohl, cool. Was dürfen wir uns davon erwarten? Ein bisschen angelehnt an den letzten Fasching, natürlich modifiziert, neue Tänze, neue Schritte, neue Musik. Aber was gleich bleibt, und da freuen wir uns ganz besonders, sind unsere beiden Prinzenpaare. Also sowohl das Kinderprinzenpaar Melissa die Erste und Kinderprinz Felix der Erste, als auch das große Prinzenpaar Prinzessin Theresa die Zweite und Prinz Max der Zweite, stehen uns Gott sei Dank auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen nochmal mit Meeresklänge an den Start, nennen das Ganze Meeresklänge 2.0. Dann seid ihr schon mal perfekt auf die fünfte Jahreszeit vorbereitet. Wir sagen schon mal vielen Dank, Michael Wagner von der Holaria. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich dir allen noch einen schönen Faschingsstart und einen schönen Mittwoch. Danke dir auch, Michi. Den wünschen wir dir auch. Dankeschön, Michi. Und wir bereiten uns jetzt schon mal so langsam aber sicher auf den Faschingsstart vor mit Skandal im Sperrbezirk.